Freikörperbilder sind ein ganz wesentlicher Bestandteil zur Lösung eines mechanischen Problems. Daher behandelt Aufgabe 8 sowie auch Aufgabe 9 das korrekte Zeichnen von Freikörperbildern. In diesem Problem handelt es sich um eine Papierrolle mit der Masse klein m und dem Schwerpunkt in S, also im Mittelpunkt der Papierrolle. Diese ruht auf glatten Gabelstapler-Schaufeln und es ist zu bestimmen, welche Kräfte in diesem Freikörperbild auftreten. Also, Papierrolle freimachen heißt, ich mache einmal da die Papierrolle, zeichne ich getrennt her. Ich zeichne ein Koordinatensystem rein, x und y. Und welche Kräfte wirken da drinnen dann? Wir haben eine Gewichtskraft offensichtlich für die Rolle. Fg oder g. Und wenn man darunter verlängert, das Koordinatensystem ist so reingelegt, dass hier die Punkte A und B sich befinden. Und dann hat man natürlich, wenn es reibungsfrei ist, Normalkräfte an den Stellen. Also eine Normalkraft NB zum Beispiel und eine NA. So, mehr gibt es da drinnen nicht. Das ist fertig freigemacht. Und dann kann man noch eine Sache machen, nämlich die Gewichtskraft da zerlegen ins X- und Y-System, so dass FGX und FGY, wo ist der Winkel, ist die Frage. Der Winkel ist hier, wenn Sie den da rauflegen. Das heißt, das FGX ist FG Sinus Alpha und FGY ist FG Cosinus Alpha.